Wenige wissen es, der berühmte Jakobsweg berührt auch unsere Region. Viel ist über die Pilgerroute in letzter Zeit geschrieben worden. Und auf diesen Weg hat sich Esther Kleinhage im Mai 2012 gemacht, um nach Santiago de Compostela zu pilgern. Begonnen hat sie in ihrem Heimatort Lausanne in der Schweiz, allein mit einem viel zu schweren Rucksack. Knapp 3 Monate war sie unterwegs, in denen sie rund 2100 Kilometer hinter sich brachte. Ihre Erlebnisse hat sie jetzt in einem Buch verarbeitet, Mit der Sonne Richtung Westen. Und dieses Buch stellt Ihnen unsere Kollegin Sigrid Jenatschke vor. Eindrücke, die Esther Kleinhage von ihrer Reise mitgebracht hat. Sie ging den Jakobsweg nicht, weil Harpe Kerkeling ihn gegangen war. Sie hatte ihre Reise auch nicht jahrelang im Vorfeld geplant, sondern sich spontan dazu entschieden. So erzählte sie im Skype-Interview. Ich bin gekündigt worden zum ersten Mal in meinem Leben. Und das hat mich relativ fest aus der Bahn geworfen. Und für mich war einfach klar, ich muss erst mal raus, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Und relativ schnell stand dann wirklich wie so eine Vision vor mir. Ja, warum nicht? Und ich glaube, 2 Wochen später bin ich losgegangen. Ihre Entscheidung hatten viele aus ihrem Bekanntenkreis nicht ernst genommen. Und auch sie selbst hatte zunächst nicht die Absicht, den Jakobsweg bis ganz zum Ende zu gehen. Doch nach jeder geschafften Etappe ging es dann doch immer noch ein kleines Stück weiter. Und plötzlich sei Esther Kleinhage am Ziel gewesen. Unterwegs hatte sie Tagebuch geführt. Ich versuche wirklich jeden Tag als einen Schritt auf diesem Weg darzustellen. Für mich war jeder Tag wichtig. In jedem Tag passierte irgendwas, was mich weitergebracht hat, was mich motiviert hat, was mir was gebracht hat. Und mir war das wichtig, das auch über jeden Tag mitzuteilen. Die ersten 3 Wochen sei sie alleine gegangen. Doch nach und nach habe sie andere Pilger kennengelernt. Wichtig waren für sie vor allem diese Menschen, die sie auf ihrer Reise getroffen hat. Die Begegnungen hätten sie beeindruckt und geprägt. Und alle Menschen aller Nationen, aller Altersklassen, aller sozialen Schichten, aller verschiedenen Beweggründe, religiöse Hintergründe oder alles Mögliche. Und der Austausch mit diesen Menschen, die alle dasselbe Ziel haben, das war eine tolle Erfahrung. Dennoch ist sie der Meinung, dass jeder diesen Weg allein beginnen muss. Und noch eine Erkenntnis hat sie aus ihrer 3-monatigen Reise gezogen. Ich habe mir bestätigen können, dass man viel weniger im Leben braucht, als man glaubt. Und habe, glaube ich, diese Erkenntnis dann auch mit in meinen Berufsalltag genommen, habe meine Arbeitszeit verkürzt, habe mir einen Job gesucht, der nicht mehr im kommerziellen Bereich liegt, entsprechend auch weniger gut bezahlt ist. Aber für mich war das dann nicht mehr das Wesentliche, das Geld, sondern das Gefühl zu haben, mir geht es gut, ich tue mir was Gutes. Mit der Sonne Richtung Westen soll andere Menschen dazu ermutigen, den Weg auch zu laufen. Das 350 Seiten schwere Reisetagebuch kostet knapp 22 €.